Herzlich willkommen, Gamer Freunde und Ladies, zu einem neuen Indie-Game mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge zu Point Click Killer. Viel Spaß! Point Click Australia 1976. 8 Stunden unterwegs und ich konnte meine Augen nicht offen halten. Da sah ich das Motelschild und beschloss, hier zu übernachten. Die Person an der Rezeption scheint aufgeregt zu sein, sie zu sehen. Wahrscheinlich übermäßig. Okay, da sind wir drin, mitten im Spiel. Haben wir denn schon was im Inventar? Noch nicht. Okay. Hotelangestellter. Okay. Na dann. Hallo, willkommen bei Point Click. Hast du dich verlaufen? Ah nein, ich suche ein Zimmer für die Nacht, bitte. Klar doch, Zimmer 13 ist frei. Hier ist der Schlüssel. Sie können mich morgen früh bezahlen. Da ist der Schlüssel. Zimmerschlüssel. Oder wie hier steht. Wie es hier steht. Zimmerschlüssel. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Okay. Hier sind wir. Zimmer. Warte mal. Wo konnte ich das jetzt lesen? An der Tür direkt, ne? Zimmer 10. Zimmer 11. Achso, das geht dann hier hoch, ne? Zimmer 12, Zimmer 13. Hier müssen wir rein. Okay. Fällt uns noch irgendwas auf? Hier. Drei andere auch noch hier. Ja. Na dann. Gehen wir mal in das Motel rein. Es ist verschlossen. Ich muss meinen Zimmerschlüssel benutzen, um sie zu öffnen oder entsperren. Nicht markiert, markiert. Nicht markiert, markiert. Wow, okay. Oh. Schöne Geräuschkulisse. Es ist eigentlich ein sehr schönes Zimmer. Hoffentlich kann ich und so weiter nicht weiter den Text lesen. Okay, Zimmer, Schlüssel zu Zimmer 13. Ein bequemes Bett. Okay. Kleiner Fernseher, unwichtig. Badezimmer. Aber wir müssen ja trotzdem alles ausprobieren. Gut, wie gedacht. Geh mal ins Bad rein. Klatsch. Toilette. Okay, können wir aus dem Fenster rausschauen oder schauen, wie jemand badet. Oh, was ist das hier? Ein alter Teppich, feucht und muffig. Eine Ecke ist leicht angehoben. Das ist doch irgendwie bekannt. Okay. Spüle. Waschbecken. Sehen wir noch gut aus? Oh, holy hell. Wir sehen unglaublich gut aus. Ruhig bleiben. Das ist nur ein Supermodel. Ganz entspannt. Trink einen Tee. Ja. Oh, es geht noch weiter. Oh Gott. Meine Augen sehen in diesem Licht anders aus. Ach du Scheiße! Igitt, was ist passiert? Ich glaube, ich war eine Zeit lang ohnmächtig. Du bist ein Vampir und trotzdem hast du ein Spiegelbild. Oder ist es hier eine Paralleldimension? Okay, das war eher unerwartet hier in einem Mystery-Krimi-Point-and-Click-Adventure.
Ach, das gehört also zusammen hier. Klick, klick. Okay. Wow. Ich fand es schon ein bisschen seltsam, weil der Mund so nach oben ging. Okay, die Toilette hier platziert. Mega strange. Toilette? Wie, da gibt's nichts? Okay. Dann schauen wir uns mal das feuchte Ding an hier. Ein Wartungsschacht. Ich habe keine Lust, da unten herumzukriechen. Ja. Okay. Ich sehe nichts weiter, wir gehen raus. So, kann man auf jeden Fall schön entspannt steuern. Und bequemes Bett. Du fühlst dankbar in einen tiefen Schlaf. Nee, du fällst. Ja, ein durchdringender Schrei von draußen schreckt dich auf. Von draußen. Was in aller Welt ist da draußen los? Oh, da läuft irgend so eine Schattengestalt, blutend weg. Und jemand wurde weggemordet. Oh mein Gott, jemand ist erstochen worden. Ja, oder so. Ich rufe besser die Polizei, bevor der Mörder entkommt. Ich glaube, der ist schon entkommen. Ach du Scheiße, ey. Wer auch immer draußen war, versucht jetzt in dein Zimmer zu kommen. Du musst versuchen zu fliehen oder dich zu verstecken. Oh, shit, shit, shit. Sie haben die Eingangstür aufgebrochen. Ich glaube, sie sind im Zimmer. In meinem Zimmer. Los, geh hier rein. Flieh. Leise. Okay, ja, gut. Oh, shit. Was zum Geier? Der ist schon hier unten. Oh Gott, das sind mehrere, oder? Schnell ins Sonnenlicht. Ach du Scheiße. Das ist das andere Zimmer. Oh my goodness. Ich kann hier überhaupt nichts. Toilette geht. Aber kann ich nicht auswählen. Raus hier. Ich muss hier raus. Ach du Scheiße. Oh wow, ey. Oh, hier ist ein Schlüssel. Sieht überhaupt nicht anders aus. Hier, raus. Auf dem Parkplatz. Ein Verrückter randaliert. Ich muss zu einer Polizeistation. Ja. Aber Moment, welches? Ich nehme das. Ah, kann ich nicht. You can't use that. Okay. Können wir nicht benutzen? Ja, aber das wurde nicht markiert, das andere. Ein Autoschlüssel. Ha? Okay, das ist ja seltsam. Ah, okay. Darum, weil jetzt jemand kommt. Polizei. Oh Gott sei Dank, die Polizei. Officer, hilf mir. Ui. Keine Bewegung, nehmen Sie die Hände hoch. Oh, die denken, ich war das. Officer, helfen Sie mir, ein Mörder ist hinter mir her. Also gut, bleiben Sie ruhig. Wo ist der Mörder jetzt? Trotzdem mit gezogener Waffe? Auf uns? Hinter dir, Mann! Ja, genau, hinter dir! Der hat Stealth-Technologie. Ja. Hier. What? Ich habe dir gesagt, dass der Mörder hinter dir ist. Wieso stichst du den ab? Was ist los mit der Frau? Sie hat sich verkleidet. So geil, ey. Gefällt mir richtig gut. Das Spiel, nicht das Morden. Obwohl manchmal, naja, vergiss es. Hey, Wagen 42, kommst du gerade aus dem Hotel zurück? Ist irgendwas los? Nichts Ungewöhnliches, es war alles ruhig. Wieso erkennt er nicht, dass das eine Frau ist? Verdammt, es ist immer so still da draußen. Schön, wie sie ihre Gesichter bewegen. Totenstill. Verdammt, zu spät gedrückt. Thanks for playing. Oh no, was? If you enjoyed it, please support it with a rating und so weiter. Point-Click-Killer. 5 Tage. Scream Jam 2013.
Act 2 coming soon. Genau, den zweiten Teil, den werden wir gleich im Anschluss spielen. Da wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß und ja, ich hoffe, euch hat der Teil hier gefallen. Also ich fand den super. Er war auch super kurz, aber super intensiv. Überrascht, wie schnell der vorbei war. Aber cool gemacht. Wait, ist hier noch was? Nee. Oder kommt da noch ein Ausblick? Manchmal machen die das ja, da kommt noch was. Nee, diesmal nichts. Okay. Ja, Gamer Freunde und Ladies, das war Point Click Killer. Der erste Teil. Achso, okay, ja. Sonst hieß es ja Pot Motel. Ja, aber Moment mal, da müssen wir ja dann rauskriegen, wer der andere Typ ist. Aber warum hat die den dann trotzdem umgebracht? Das ist ja... Da steckt noch mehr dahinter. Finden wir es raus beim nächsten Mal. Gut. Also von mir 5 von 5 Twitcher-Sternen. Grandios. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Dankeschön und ciao.